bei uns denn? Wir werden Ihnen für alle Transaktionen mit unseren Mitarbeitern in Seattle einen Rabatt einräumen. Sie finden diese im VIP-Bereich des Vox Clubs und in Lower Seattle. Voll die Unordnung. Yeah. Und lass mal kurz fahren, gleich mal ein paar Items da. Wieder Inventar komplett voll. Das kann weg. Das kann weg. Die MP brauche ich nicht, habe ich vorhin schon gesagt. Die Schrauben kann man mal behalten. Das Ding brauche ich nicht. Das Fan-Up-Supplies brauchen wir auch nicht. Das kommt dahin, dahin, dahin. Das dahin. Ja, passt. Erstmal so. Weil ich sagen muss, dass ich die Schrotflinte noch nie wirklich benutzt habe. Ich hab mir jetzt die von der Waffe auch verrate, alles klar. Gut, dann holen wir uns mal den illegalen Biomodifikationseinsatz. Und dann gleich noch einen. Aber vorher schneide ich mal kurz und mache eine Zigarette, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Der transgene Gewebescan, den Sie aus dem Keller besorgt haben, trägt schon jetzt zur Verbesserung der Überlebensfähigkeit der Omar bei. Freut mich, dass ich helfen konnte. Bald können sich die Omar an jedes Klima und an jede biologische Gefahr der Erde anpassen. Und auch beliebige andere Bedingungen. Sie gehören jetzt zu unseren Vorzugskunden. Was halten Sie von 50% Rabatt? Sehr großzügig. Was wollen die Omar? Das Weltall erforschen? Was war das für ein Ding im Keller? Die Omar reagieren im Rahmen einer anagenetischen Evolution auf die fortschreitende Veränderung der Umwelt. Wenn wir lernen, auf einem Planeten zu überleben, der von Kriegen und selbst replizierenden Gefahren beherrscht wird, haben wir viele Probleme gelöst. Dem Wesen, das Sie untersucht haben, lag ein ähnlicher Ansatz zugrunde. Wer hat es geschaffen? Ein Unternehmen namens Versalife. Nach dem Kollaps haben die Omar in den verlassenen Laboratorien des Unternehmens viel gelernt. Aber kommen wir jetzt zum Geschäft. Das ist alles? Ein Rabatt? Na gut. Ich lege noch einen illegalen Modifikationseinsatz drauf. Danke. Wie großzügig. Nehmen wir euch noch mal einen. Geben Sie mir den Biomodifikationseinsatz. Die Omar bedanken sich für ihren Kauf. Sehr schön. Dann verteilen wir gleich mal die Punkte. Falsches Inventar. Die Punkte. Das müsste, glaube ich, hier sein. EMP, Elektro, statische Ladung. Sehr schön. Dann wollte ich noch zwei rein. Und dadurch mache ich jetzt mit Nahkampfangriffen EMP-Schaden. Kann also auch den Bots ausschalten mit ein paar Schlägen. Und, ja, war's das schon? Nee, ich stand's. Ich muss halt ein bisschen Kohle ab. Hier bei der hier, sehr schön. Hi, ich bin Angie Resonance. Worüber wollen Sie mit mir reden? Ich habe den VIP-Bereich überprüft. Er ist ein Treffpunkt der Omar, der Schwarzmarkt. Danke, ich werde die Behörden informieren. Was ist mit meiner Belohnung? Natürlich! Sie bekommen den Standardbonus. Hey, Sie sollten mich mal singen hören. Ich besorge Ihnen ein Gratis-Ticket. Das gilt für alle Angie Resonance-Shows im In- und Ausland. Yeah. So, was haben wir gebraucht? Gut, den jetzt aber raus. Das reicht dann auch langsam mal. Mit diesen verkackten Clubgarn. So. Bis auf die Themen. Ich schneide. So. Da es jetzt etwas blöd wäre, würde ich jetzt einfach mal dazu nehmen, den Emerald Street zu gehen. Da müsste ich wieder schneiden, weil es wieder eine andere Zone ist, die laden werden muss. Holen wir uns hier vorher noch schnell was.
Dafür müssen wir einmal die Kamera hier ausschalten. Dafür haben wir auch hier gleich ein Monitor. Oder auch nicht. Da ist es doch. Genau das wollte ich haben. Schalten wir das Ding hier aus. Gucken wir uns hier ein bisschen Geld am Geldautomaten. Drück mal die Zigarette aus. Haben wir Zeit. Sehr schön. Bisschen Credits. Passt doch. Und dann müssen wir dieses Schütz hier ausschalten. So. Dann können wir das nicht kaputt machen. Wow, du spinnst wohl ein bisschen. Kommt noch jemand? Ich bin mir überlegen, ob ich den Bot ausschalte. Der zieht schon so komisch auf mich. Lass mich in Ruhe. Neue Datei geöffnet. Ihre Aktionen werden offen. Ich sollte mich lieber mal heilen. Yeah! Ist das noch einer? Willst du dem Chaos widerstehen? Egal. Darf ich hier wieder schneiden? Kann hier jetzt zu, ne? Und bis gleich. Falsche Taste im Mist. So! Was geht? Sind Sie neu hier? Ich kenne Sie nicht. Sie kennen hier wohl jeden, was? Logo, ich habe die Schlüssel und die Codes für alle Türen. Die halten mich für einen Bastard aus Lower Seattle, aber ich sehe mehr, als Ihnen lieb ist. Sie beobachten diese Leute in Ihren Wohnungen? Aber nicht doch. Ich sehe mich nur um, wenn Sie nicht da sind. Ich habe den Mastercode für alle Apartments. Für das Penthouse brauchen Sie allerdings den Schlüssel für die Hintertür. Der Aufzug ist nämlich wieder mal im Eimer. Na, sind wir im Geschäft? Nein. Nein, danke. Greifen Sie zu. Gott, die Wache da gerade schon da hinten ist. Es geht wieder los. Bis später. Fahren wir die einfach mal um. Die hier auch. Die wollen wir stören. Wo ist der Typ? Interner Schaden. Reparatur erforderlich. Dich nehmen wir noch mit. Und dann. Was hat von dem irgendwas? Munition habe ich. Hat der hier irgendwas? Die EP-Granate. Ist doch hübsch. Müssen wir hier rein. Oh, eine Spinne. Auf damit. Gute Arbeit. Du hast Dr. Nassifs Wohnung gefunden. Ich bin gespannt, was du rausfindest. Will ich mal auch nicht rein. Warte, willst du die Wohnung nicht durchsuchen? Willst du nicht wissen, was hier gespielt wird? Wenn sie wirklich unschuldig wären, hätten Tarsus und Nassif keinen Grund, etwas vor uns zu verbergen. Ich bin der Weihnachtsmann. Du hast nur keinen Ofen. Du musst dich durch die Decken. Zeug da kommen. Weißt du Bescheid? Hast du nichts für mich? Gib uns Mina. Sehr schön. So, kommen wir gleich mal zur ersten seltenen Waffe. Gibt's nur einmal. Unter dem Kissen liegt das Toxin, die Toxinklinge. Wow, tut mir leid. Ich dachte, das wäre angewiesen. Na egal. Gehen wir hier wieder hoch.
Jetzt haben wir die Waffe mal kurz her. Könnt ihr euch hier durchlesen. Vielleicht mal ausprobieren. Ich dürfte dann nebenbei noch Gift verteilen, soweit ich das weiß. Das ist eigentlich eine der Waffen, die ich nicht benutze. So. Du hast es geschafft. Durchsuche Nassifs Apartment. Vielleicht hat sie einen Data Cube oder so. Was soll das alles? Ich wollte, dass du siehst, wie korrupt dieses Programm ist. Wir waren nie ihre Protégés. Wir sind Versuchstiere. Deshalb habe ich mich dem Orden angeschlossen. Es ist also dein Ernst. Du wendest dich von Tarsus ab, um dich dieser Kirche anzuschließen. Woher weißt du, dass du denen trauen kannst? Sie haben immerhin die Apartments angegriffen. Ich habe mich mit der hohen Augurin Lin Mei Chen unterhalten. Während des Angriffs ist einiges schiefgelaufen, aber sie haben ihre Hauptziele erreicht. Sie wollten uns zeigen, was hinter den Kulissen abläuft, und sie haben uns befreit. Du solltest ihnen danken. Danken? Schiefgelaufen? Die haben auf uns geschossen. Wir wissen nicht, was schiefgelaufen ist, aber einige radikale Zellen innerhalb des Ordens fordern seit langem extreme Maßnahmen. Aber das ist nicht die Ideologie des Ordens an sich. Wir waren 13, als wir mit dem Programm angefangen haben. Warum wirfst du jetzt einfach alles weg? Was hat der Orden schon zu bieten? Sie möchten, dass wir alle ein Leben im Gleichgewicht führen. Und das ist nur möglich, wenn wir nicht geheimen Experimenten ausgesetzt sind. Wir haben Tarsus viel zu verdanken. Vielleicht sollten wir ihnen eine Chance geben. Sei nicht naiv. Durchsuche Nassifs Apartment und komm dann in das Hauptquartier des Ordens. Es ist im alten Hartford-Lagerhaus in Lower Seattle. Dann wird dir alles klar. Alles klar, machen wir das mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter die Kategorie Durchsuchen fällt, aber es macht einfach Spaß. Wenn man mal treffen würde. Egal, das war's. Haben wir hier noch eine MP-Granate gesehen? Aus dem Augenwinkel raus. Viele mehr Energiezellen. Einsatz. Das klingt nach Mark Finlay, dem Kultusminister von Seattle. Warum sollte er sich mit Nassif über eine geheime Lieferung unterhalten? Ist Tarsus vielleicht in irgendein Schmuggelgeschäft verwickelt? Jetzt bin ich klitschnass. Mann, Mann, Mann. Noch ein Buch, yay. Komm hier raus. Und dann... Ich wollte nicht dem Zünder die mitnehmen. Dann gehen wir mal hier hoch.